Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, wir sind hier auf dieser kleinen Insel gelandet und sollen den besten Schützen hier rekrutieren. Das Problem ist, das Lager wimmelt hier so von Piraten. Die müssen wir vorher natürlich ausschalten. Okay, Bootsleute anhören. Du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute für dein Schiff anheuern. Nutze einen Niederschlag und andere Fähigkeiten, um sie kampfunfähig zu machen, bevor du sie fragst, ob sie sich deiner Besatzung anschließen. Niederschlag L3. Okay. Anheuern oder aufheben? Ich habe ein Schiff, ein gutes. Mir fehlt nur noch die Mannschaft. Kommst du mit? Okay. Er wird sich sicher gut in der Mannschaft machen. Einen haben wir. Oh, weiterschauen. Ist da noch irgendwas einzusammeln hier oben? Nee. Gibt's aber auf jeden Fall einen Schatz zu plündern. Du kannst beliebige Soldaten der Insel rekrutieren. Okay. Möchte ich aber nicht. Wie kriege ich die einfach so niedergeschlagen hier? Okay, Moment. Okay. Einmal Niederschlag bitte. Und anheuern. Ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an und genieße die Freiheit. Sehr gut. So, wollen wir mal noch den Schatz hier plündern? Und. So, schön durchsuchen. Wunderbar. Den haben wir. Damit müssten wir die Insel eigentlich abgeschlossen haben. Quest abgeschlossen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier unten ist nur noch ein altes Schiffswrack. Das heißt, hier gibt es nichts weiter. Gut. Dann sollten wir durch sein. Wunderbar. Da passt sie nicht durch. Doch ein bisschen zu dick, ne? Alexandra? Ne, Cassandra? Nicht Alexandra. Da ist er. Gut. Ihn können wir auf dem Schiff gebrauchen. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen werden. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein, aber wir sind keine Schönwettersegler. Wenn du dich nach Aufregung sehnst, wirf einen Blick in mein Logbuch. Ich notiere darin alles, was irgendwie interessant sein könnte. Okay, dann wollen wir mal schauen. Also, wir haben Quests. Eine Reise Richtung Krieg. Prinz von Persien. Ah, das ist alles noch viel zu hochrangig. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Quest mit. Richtung Krieg. Was haben wir hier noch? Deine Odyssee. Die Wolfsjagd. Okay. Das ist alles zu viel. Wir haben aber ein neues Schwert bekommen. Ob das natürlich besser ist als unseres? Kriegerschaden. Das hat Attentatschaden und Chance auf kritische Treffer. Das ist auf jeden Fall noch. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Unseres derzeitiger. Den können wir noch nicht nehmen, den können wir höchstens zerlegen. Und Beinschienen haben wir bekommen. Einmal Rüstung hoch, 4 Attentatschaden. Hier haben wir Kriegerschaden. Ne, da bleibe ich doch bei Stufe 5 lieber.
So, dann haben wir jetzt Fähigkeiten, haben wir aber keinen Fähigkeitspunkt, wir haben aber unser Schiff. Bootsleute zuweisen. Du kannst Bootsleute für dein Schiff anheuern und zuweisen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Sobald du zu sie zugewiesen wurden, schließen sie sich den Bootsleuten und der Entermannschaft an. Wenn du... Okay. Dann können wir jetzt natürlich ein paar... Oh. Hayek. Aya. Was haben die hier? Maximale Schiffspanzerung. Ausdauer beim Rudern. Maximale Pfeilschaden, Schiffsschaden und Ewige. Speerschaden, Schaden durch Brandspeere, Schaden bei niedrigem Schiffzustand. Maximale Schiffspanzerung ist auf jeden Fall definitiv relativ gut. So, Schiffsdesign ändern. Da lasse ich erstmal das Standardschiffdesign. So, was haben wir denn hier? Maitscha. Attentäter. Attentäter, Attentäterin, Banditenmitglieder, Freigelassenen. Wir haben jetzt Barnabas-Mannschaft gerade. Aber ich würde auf jeden Fall Attentäterin hier wählen. Die sieht bestimmt cooler aus. Arsenal. Verbessern. Pfeilsalven. Halte Zielen und drücke, um zu schießen. Eine Rambock haben wir hier, Pfeil verbessert 5% Pfeilschaden. Wir machen erstmal hier Salven. Und mehr geht nämlich nicht, da fehlt uns nämlich das Geld dazu. Okay. So, jetzt müssten wir eigentlich, genau. So. Assassinen hier bekommen. So, das nehmen wir mit. Wir sollen 2000 Meter dorthinter in die Richtung fahren. Ich würde sagen, wir machen das erst. Vielleicht halten wir noch bei der Insel hier an. Sollen wir mal schauen. Ist natürlich... So, wir gehen mal auf Reisegeschwindigkeit. Ich versuche aber größtenteils hier den Booten aus dem Weg zu gehen. Sehr schön. So, warte mal, das Speere haben wir noch nicht. Oh, wieder ein Wal, sehr schön. Die Frage ist, greifen uns nur die roten Boote an oder greifen uns auch die blauen Boote an, ja. Die können sich ja gegenseitig eigentlich belagern, ne? Ich glaube, die blauen sind friedlich. Die roten sind nicht gut. Hast du die Beste gesehen? Okay. Wir wollen hier auf jeden Fall mal. So, auf die Insel werden wir auf jeden Fall mal gehen hier. Gibt es nämlich einige Fragezeichen, die wir uns anschauen können. Obwohl doch zwei Stück müssten hier definitiv sein. Aber erstmal müssen wir an Land krabbeln, ne? Dann schauen wir uns die Insel mal ein bisschen genauer an. Neu entdeckt, vergessene Insel. So. Da haben wir einen Schatz, da haben wir ein Fragezeichen. Da ist noch irgendwo was. Da ist noch ein Schatz. Da ist eine Schnellreise. Okay. Hier haben wir sogar eine Nebenquest. Okay. Was hast denn du zu erzählen, ja, junger Mann?
Die Götter schicken dich. Bist du dir sicher? Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten! Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt! Bitte, rette ihn! Ich helfe dir. Zeig mir deine Drachmen. Ich riskiere meinen Hals nicht für den Bruder eines Seemanns. Außer natürlich, du hast ein paar Drachmen bei dir. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Einverstanden. Okay, wo sind die Piraten? Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Böotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Kannst du mir sonst noch etwas sagen? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Okay, lass uns Piraten jagen. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. Gut. Dann würde ich sagen, wir verfolgen die Quest, ne? Piraten nehmen, rette den vom Piraten entführten Bruder. Das könnte dann dort vorne auf der Insel sein. Ich möchte mir natürlich hier noch ein bisschen umschauen vorher, weil hier gibt es definitiv Schätze. Ob ich natürlich jetzt schon richtig bin, Höhle auf der vergessenen Insel. Okay. Großartig. Das ist natürlich nicht so geil. Ich vermute mal, wir sind hier noch nicht bereit dafür, weil ich vermute mal ganz stark, dass man hier lange tauchen muss. Aber wir haben zumindest schon mal einen Schatz gefunden. Hier ist sogar der nächste. Okay, hier kommen wir doch schon hin. Das ist nicht von dieser Welt. Was für ein Hades war das? Sieht so aus, als könnte ich noch nicht durch diese Tür gehen. Okay. Vielleicht ein andermal. Okay, dann lassen wir das lieber mal. Ja, Icarus ist hier nicht verfügbar. Aber wir müssen es noch irgendwo einen Schatz geben. Aber ich kann da nicht durch diese Tür gehen. Gut, dann würde ich sagen, mal so nach unten, so nach oben. Und müsste ja eigentlich auch schneller schwimmen können, ne? Okay, einen Schatz haben wir dort vorne noch. Alles klar, was ist auf der Insel hier? Warum ist da so... Warum wird die Welt so erschüttert davon? Wie komme ich hier runter zu dem Schatz? Der ist hier oben irgendwo. Komme ich denn hier hochgeklettert? Thank you.
Naja, von hier aus nicht. Aber vielleicht von hier aus. Der Schatz ist dort oben. Wie komme ich da hoch? Und da drüben vielleicht. Wie gesagt, hier bin ich ja abgetaucht, ne? Ich möchte jetzt aber nicht nochmal unbedingt tauchen, aber ich glaube, ich muss tauchen. Okay. Darüber komme ich halt noch nicht. Ja, nach oben komme ich auch nicht. Das heißt, den Innenschatz werde ich nicht bekommen. Außer ich müsste hier irgendwo dran hochklettern. Das da wüsste ich aber noch nicht gerne wie. Okay. Da ist immer noch da drüben der Schatz, aber hier komme ich nicht weiter. Nee. Den Schatz kriege ich noch nicht. Schade, schade, schade. Wie gesagt, durch die Tür komme ich noch nicht. Ah, da müssen wir den Schatz erstmal lassen. Vielleicht würde ich da jetzt schon hinkommen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht von hier irgendwo. Ich weiß es nicht genau. Na, dann gehen wir zurück zum Schiff. Ah, schön. Schön sieht's aus. Aber hier ist halt auch keine andere Insel, ne? Also kein anderer Eingang oder so. Aber was ist das dort? Was ist das dort oben? So, das ist mein Schiff. Ich guck mal ganz kurz auf die Insel. Ah, da gibt es noch einen Schatz. Vergessene Insel, kann ich schnell reisen. Piratenleben. Rette den vor Piraten entführten Bruder. Genau, das werden wir machen.
Und wahrscheinlich muss ich dann aber zurück zu denen, oder ist er bis jetzt auf mein Schiff, ist er jetzt auf mein Schiff mitgekommen? Kann auch sein. Muss ich erstmal wieder auf mein Schiff hier. Einmal quer durch die Wellen. Ich würde sagen, den Bruder, den retten wir noch. Fotomodus? Nee, will ich nicht. Fotomodus möchte ich nicht. So, liebe Frauen. Auf geht's. Ah, der sitzt bei uns an Bord. Er ist Zimmermann. Piraten haben seinen Bruder entführt. Wenn wir den retten, wird er uns helfen. Dann jagen wir einfach hier nach. Legt euch in die Riemen. Rudert, als wäre Kerberos selbst euch auf den Nerven. Es geht nicht schneller. Was für die Messai und die Sagale der Inbara. Bleibt gut in Sicht. Nehme ich mit. Sehr schön. Und es regnet auch noch. Großartig. Also die Insel müssen wir uns auf jeden Fall vormerken. So, wollen wir mal schauen, ja. Alles gut. Unten ist sogar ein Schatz. Sogar zwei Schätze. Und da schwimmt ein Hai rum. Oh Gott, hier unten komme ich nicht hin. Da unten komme ich nicht hin. Da muss ich tief tauchen können, denke ich mal. Okay, Pirateninsel. Okay, Befehlsinhaber ausschalten. Sehr schön. Das Land des ewigen Krieges. Das war seltsam. Okay, haben wir die jetzt aufgeschreckt? Sehr gut. Muss eigentlich diesen hässlichen Hund als erstes töten. Okay, okay, okay. Alles gut. Na, du hörst mich nicht, ne? Hundi? Okay. Oh Gott. Okay. Und weg mit dir. Sehr schön.
Nee, aufheben will ich dich nicht. Erstmal den Schatz plündern, bevor wir den freilassen. Sehr gut. Einen Schatz geplündert. Einen Bogen haben wir auch bekommen. Ich lasse nochmal raus. Ach, komm mit, Kollege. Muss ich den jetzt hinbringen? Eskortiere den Gefangenen. Wo muss ich den denn hinbringen? Dort oben hin? Warum muss ich den bis hier Dein oben Bruder hinbringen? Schickt mich. Dieser Narr schickt immer wieder andere für die Drecksarbeit. Wie schlimm ist es? Du wirst es überstehen, du wirst nicht überleben. Du wirst es überstehen. Du bist eine schlechte Lügnerin, aber gütig. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich... Okay, du bist tot. Deine Leiche werde ich natürlich jetzt nicht mitnehmen. So, und dann hat man ja eigentlich noch ein paar Schätze hier gesehen, ne? Aber die waren relativ weit unten. Ich weiß nicht, ob ich so lange tauchen kann. Mal ganz kurz auf die Karte schauen. Elektro-Schiffswrack. Aha. Reise Richtung Krieg. Okay, Pirateninsel abgeschlossen. Da muss ich mal noch hingehen. Das ist aber hier unten, ne? Schatz plündern. Der olle Hai hier ist nicht gut. Und hier kann ich irgendwas durchsuchen. Ich hoffe doch mal, ich kann hier drinne Luft holen. Ansonsten habe ich hier echte Arschkarte. Okay, ich kann ja nicht Luft holen. Na, vielleicht kriege ich die Schätze geplündert, dass das zählt. Okay, Allegro-Schiffswrack abgeschlossen. Oh Gott, komm, ich muss hier raus, ey. Stufenaufstieg, sehr schön. Neue Gravur freigeschaltet. Ganz schnell nach oben. Komm schon. Alle. Cassandra. Boah, das war knapp. Das war echt knapp jetzt hier. Gut. Dann würde ich sagen, sag mal dem Kollegen noch Bescheid, dass sein Bruder tot ist. Und ich hoffe mal, er bleibt bei uns an Bord. Und vielleicht haben wir ja Glück. Könnte hier einmal quer durch die Wellen. Muss auf jeden Fall mein Schiff verbessern, weil ich bin in Schiffskämpfen nicht so gut und deswegen werde ich, denke ich mal, das ein oder andere mal garantiert mein Schiff verlieren. So, mein Guter. Hast du meinen Bruder gefunden? Wo ist er? Er hat es überlebt, er hat es nicht geschafft. Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein! Verfluchte Götter! Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich.
Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Gut. Schiffsmenü öffnen. Mal ganz kurz in Inventar schauen. Visuelle Anpassungssystem. Das visuelle Anpassungssystem lässt dich das Aussehen deiner Ausrüstung ändern. Du kannst ja... Okay. So, was haben wir denn hier? Einen fetten Hammer haben wir. Den brauchen wir aber nicht. Kriegerschaden, Attentatschaden. Weg damit. Besseren Bogen vielleicht. Stufe 8, 4 Attentatschaden. Ich habe jetzt 5 Attentatschaden und Giftschaden. Er ist natürlich aber auch richtig stark, ne? Jetzt sagen wir, nehmen mal den. Den können wir ja zurücklegen, theoretisch gesehen. Armschienen haben wir auch noch. Die habe ich gerade. Hier mal Attentatschaden, dann nehmen wir die. Die zerlegen wir. Okay, zerlegen, sehr gut. Den kann ich ja nehmen, der hat 11 Rüstung mehr. Attentatschaden, Giftschaden, Kriegerschaden und Schwertklingen. Ich werde mal das nehmen. Den kann ich so, doch, das kann ich sogar zerlegen. Satz anlegen, nicht zerlegen. Den kann ich noch zerlegen. Der hat Attentatschaden, den packen wir mal weg hier. Beinschienen haben wir keine. Fähigkeitspunkt haben wir definitiv einen. Aufgeladener Schwertangriff. Giftmischer. Stufe 15. Echoschuss. Vergifteter Angriff. Offenbarung. Schattenattentat. Giftmischer. Verschwinden. Nehmen wir das dazu, ja. Vergifteter Angriff ist auf jeden Fall besser. So, hier haben wir noch. Galionsfigur. Können wir einen Löwen dran packen? Alles klar, das machen wir auf jeden Fall. Sieht schon cool aus. Na, bei denen bleibe ich mal. Also Feuer kriegt man nicht hin, das kriegt man nicht hin, hier auch nicht. Mehr Pfeile auch nicht, wir brauchen halt mehr Geld, oder? Ne, wir brauchen Olivenholz. Okay, wir brauchen definitiv mehr Holz. Aber irgendwo kann ich noch was hier machen. Ach der, ja, maximale Schusspanzerung gibt der uns. Nein, braucht man nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da, dann geht's weiter. Piratenleben abgeschlossen. Und wir folgen dann natürlich unserer Hauptquest. So, da geht's weiter. So viele Meter haben wir nicht mehr vor uns, außer wir sollen die Schiffe da zerstören. Das könnte natürlich sein. Vernichtet die Schiffe der Athena-Blockade. 0 von 3. Gut, das machen wir im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.